Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier immer noch in der Vault 88 und so schnell werden wir die auch nicht verlassen. Außer uns gehen die Ressourcen aus. Aber selbst dafür ist scheinbar gesorgt, denn in all diesen Gängen hier sollen unglaublich viele Sachen herumliegen. Ja, als allererstes möchte ich noch ein bisschen bauen. Wenigstens solange es geht. Und, warte, nur den Aufseher-Dingens, möchte den hier schon mal platzieren. So, natürlich mit ein bisschen, mit einer kleinen Anpassung. Vielleicht sollten wir sie sogar so herstellen. Den Schreibtisch. Wie es sich für einen Aufseher gehört. Na, oder? Jawohl, schon. Kann man eigentlich schon machen. Oder nicht? Warte mal ganz kurz. Ich räume. Ja, ich bin leicht unentschlossen. Unentschieden sowieso. Aber unentschlossen immer. Das ist mein persönliches Spezial. So, die tun wir mal. Die tue ich mal dahin. So, da. Möchte hier gerne noch eine Wand haben, ehrlich gesagt. Eine Struktur. Da war irgendwo die Vault. So. Hätte gerne noch irgendwie Innenbereich, Außenbereich rund. Nein, warte, das war verkehrt. Das will ich haben. Möchte gerne irgendwie so Wand. So. Oder wir machen hier, weißt was? Haha. Nein, das hätte schon gepasst. So, ich mache hier nochmal so eine Aufseher-Dings. Mal. Wie stellen wir das an? Ein bisschen herumexperimentieren auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen Blödsinn gemacht. Warte kurz. Die Wand. Oh Gottchen. Die Wand. Den Boden hätte ich mir jetzt sparen können. So. Da kommt gleich eine fixfertige Wand hin. Und zwar du da. So. Flipsel. Trau dich nur. Ja, trau dich. Na, würdest du? Klipsel. Hallo? Jetzt. Ha, haben wir dich erwischt. Und hier nochmal, so, diese Aufseher-Geschicht. Die müsste so irgendwie eigentlich passen. Ja, warte, jetzt du da. Jawohl. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Könnte auch leicht möglich sein, dass es jetzt nicht ganz zusammenpasst. Weil sie doch übersteht. Oder es muss gedreht werden. Ah! Jetzt habe ich es richtig. Okay. Entschuldigung, ich habe einen Blödsinn gemacht. So gehört sich das. So ist richtig. Jetzt passt es an. Schau, jetzt passt es an. Super, so gehört sich das. Okay. Ja, Learning by Doing, ne? Ich muss das ja auch erst, ne? Und so. Ich muss das ja alles lernen. Es hilft ja nichts, meine Lieben. Ich muss das ja lernen. Und du? Bist du dann so überhaupt richtig? Gehörst du da nicht gedreht? Auf so? Was habe ich jetzt hingestellt? Halt! Na, so nicht. Das will ich haben. Wo gehört denn das jetzt hin? Da, ne? Dass ich die ganze Vault jetzt verkehrt gebaut habe. Na, oder? Das muss schon so passen. Wobei, der ist jetzt außen und der ist jetzt innen. Und ich muss kurz lesen, Entschuldigung. Oder auch nicht. Da muss das eigentlich wirklich. Na, das passt schon so. Das hat schon so gepasst. Das
passt schon so. Das gehört wirklich so. Das gehört wirklich so. Das mit dem, obwohl es mir echt außen besser gefallen wird, das Gitter. Aber es scheint wirklich in der Tat, ja, so zu sein. Passt so. Okay. Ich hätte sonst halt noch echt versucht, die Scheibe zu drehen, aber das wird, na, das bringt sie nichts. Das ist echt, das ist einfach so. Das gehört sich so. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, passt. Gut. Gut, soweit. Ich hätte gleich einen zweiten Stock bauen sollen, ich Vollidiot. Naja, was soll's. Dann würde ich sagen, so, Wand und so. Wand und so, Wand und so. Warte, hier Wand. So. Wand. Ich glaube, das kann man so lassen. Und dann eben den Büro-Dings, das da. Ne? Wenn es jetzt noch klappt, irgendwie. Dabei nicht, solange sie die scheinbar benutzen tut, oder? Oder? Kann ich das jetzt nochmal? Nein. Ah, jetzt vielleicht. Aha, nur das Gesamte. Mhm. Einzeln? Doch. Das hätte ich halt gern so gemacht, ne? Zumindest so gedreht vielleicht. Ne? Das dann irgendwie so hergestellt, wenn der Tisch nicht im Weg wäre. Herrschaftszeiten. Shooter, schlecht ich. Na. Oder so, ja, geht auch. Warte, ich bin noch am Umbauen. So hätte ich es vielleicht gern gehabt. Wenn dann nämlich wer bei der Tür reinkommt, kann sie sofort feststellen, wer das ist. So, die Frau Aufseherin. Kommt sie hier überhaupt vorbei? Vielleicht doch lieber so. Ist doch ein bisschen viel Platz, oder? Na komm. Wert gelb. Jetzt war da kurz gelb. Jetzt vielleicht. Schau mal, würde dir das gefallen? Ist das schief? Na freilich ist das schief. Besser vielleicht. So. Dann kann sie hierher stehen. Glubsch, glubsch. Daher stehen. Glubsch, glubsch. Läuft. Passt. Dann würde ich sagen, reißen wir das weg. Das Bett schauen wir, dass wir noch behalten können. So. Reißen wir das weg. Dann kann man hier noch einen zweiten Raum eventuell dazu bauen. Also so einen kleinen, weißt du, so einen wirklich kleinen Raum. Ist das hier alles zum Verwerten? Eigentlich ja. Tatsächlich, das können wir alles. Boah, da kommt Grafel zusammen, sage ich euch. Da kommt Grafel zusammen. Alles verwerten? Boom. Oh, ja. Ich meine natürlich, dass. War mit Absicht. Ganze Hütten weg. Das Kopfkissen. Und ein Buch. Überfälliges Buch. Kann man das Ganze... Okay, das fliegt wieder durch die Gegend. Ich würde sagen, wir speichern, genau. Wir, ja, geben das alles mal so. Na, ihr wisst schon. Ein Kochtopf. Der hat eigentlich hier nichts verloren. Den will ich gern darüber stellen. So, ein Kochtopf. Da wäre ein Regal nicht schlecht. Eigentlich sowas wie das hier, oder? Für die Küche. Nur mal professorisch, wie man so schön sagt. So vielleicht. So. Und dich darauf stellen. Wird das gehen? Ja, schau, wird hinhauen. Würde es sogar nehmen. So. Das schaut ja schon ein bisschen besser aus. So, warte. So. Halt, nicht runterfallen. Na, Fisch.
Was haben wir hier noch schön? Eine Truhe. Ich stelle das mal alles hier rauf. Was ist das? Das kommt hier rein. Ein Teppich von mir aus. Noch ein Wagen. So, ein bisschen Platz machen. Das können wir verwerten. Das ist schön. Das tun wir auch verwerten. Dich verwerten auch, weil du bist echt alles nur nicht hübsch. Nein, warte. Aha, das ist alles weg dann. Mhm. Dann verwerten wir das doch gleich mal. Weg ist er. Oh, geht auch. So. Und... okay, der ist im Erdboden versunken. Dann würde ich sagen, hier so ein kleines Plätzchen, wo sie quasi sich zurückziehen kann. Mit einem Fenster vielleicht. Hier so im Eck, da wäre das Eck gut gewesen. Aber macht nichts. Entschuldigung, bin der Mikro angeschlossen. Da würde ich sagen, hier so eben. Ja, genau. Klipsel an. Mach Klips, Klips, Klips. Jawohl. Und hier am Rand noch eine hübsche Wand. Das reimt sich, das war jetzt unabsichtlich. So circa in etwa habe ich mir das vorgestellt. Dann können wir hier quasi ihr Bett herstellen. Dann kann sie im Frühmorgen schon mal rausschauen. Ja, wenn's... na, was tust du denn? Das wollte ich gar nicht, dass du das da so herbaust. Böse, böse, böse. Da tun wir auf jeden Fall noch eine Wand hin. Und dann kommt auf jeden Fall, kommen da noch solche Wände. Einmal. Na komm, mach. Klipsel. Jetzt will er nicht mehr, oder was? Nein. Mach mich nicht schwach. Dann klipselt er. Aber da zickt er. Warum? Warum du machen Zicken? Warum du machen Zicken? Bitte werd gelb. Ich mag das nicht, wenn es herumspinnt. Na mach. Dein Ernst jetzt, oder was? Ich will nicht. Schaut eh so aus. Anderer Schmäh. Anderen Schmäh probieren. Würde es so funktionieren? Mit einer Türe? Ja, tatsächlich. Ha! Ich hab dich erwischt. Weil die Tür braucht sie eigentlich eh. So, und da wäre noch eine Wand halt nicht schlecht. Ja. Klipp, klipp. Jawohl. Irgendwie schaut das komisch aus. Mhm, ich verstehe schon. Ich muss kurz drehen, damit das schöner ausschaut. So. Warte kurz, die Wand borge ich mir kurz aus. Die kommt hier hin. Du drehst dich auch mal bitte. Warte, passt das so? Du bist nicht richtig angeklipselt, oder? Aber jetzt. So passt es besser. Denn wir haben hier so einen komischen Rand, der mir woanders aber fehlen tut. Oh je, Madonna. Schaut das nicht hässlich aus? Scheinbar nicht. So, dann können wir hier noch, wenn es passt, eine Wand, Fenster. Fenster, Türen, irgend sowas, was, wie? Nein. Nö. Hier du nicht wollen? Hm. Na, das passt ihm nicht. Das will er nicht. Ich probiere noch was anderes. Und zwar das hier. Das wird wieder gehen. Interessant.
Na gut, dann lassen wir es eben so. Dann kommt hier wieder eine hübsche Tür rein. So, Tür. Das brauchen wir dann auch, jawohl. Aber zuerst kommt die Tür. So, und da eben noch eine Wand. Ich weiß, schön ist irgendwie was anderes. Aber es ist gerade, wie sagt man so schön, kompliziert. Kompliziert. Ich merke auch, ich finde auch, ja, es passt so nicht wirklich, ne? Geht einfach nur das hier. Hättest du irgendwie so einen Boden? Nö, ne? So. Na, ich wollte nur die Tür aufmachen, Entschuldigung. So. Jawohl. Schaut jetzt vom Boden her nicht unbedingt so aus, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir durch, meine Lieben. So, ich hätte gerne dein Bett umgestellt. Ja. Dein Bett. Aber dafür muss die Gute erstmal aufstehen. Edda. Und einen Schreibtisch, würde ich sagen, den stellen wir hier ins Eck. Da sitzt dann die, oder so, ja? Jawohl. Können wir machen, da sitzt dann die Sekretärin. So. So, irgendwie. So. So irgendwie. So irgendwie, glaube ich. Schauen wir mal, ob das passt. Ein Stück vielleicht noch. So vielleicht. Na, ja, vielleicht, eventuell. Schaut eventuell nicht ganz so schier aus. So. Ein Schreibtisch von der Sessel. So, ja, ja. So könnte es was werden. Der Wagen. Ich würde sagen, ich stelle mir mal so ein bisschen da so auf. Nur der Wallen mal. So. Das Kopfkissen. Ja, lassen wir mal. Eine Kiste. Vielleicht auch hier. Eine Truhe. Die können sich vielleicht hier gut machen. Da so. Ihre kleinen Habseligkeiten, die sie da dann haben wird. Wie gesagt, da kommt das Bett her, wenn sie mal aufsteht. Labor und so ist dann auch eine Geschichte. Hier geht es dann auf jeden Fall raus. Hier muss es dann auch rausgehen, sonst da, ja. Sonst nehmen, weißt was, ich nehme ihr da jetzt einfach was weg. Warte, das kommt mal weg. Klipsel da mal an. So, warte. Nein, nein, nein. Nein, nein und nein. Nur die hier. Die kommt mal dahin. So. Und die tue ich mal ein bisschen auf die Seite. So. Da habe ich was anderes gerade im Sinn. Wand. Bitte, Wand, du musst hier jetzt da anklipseln. Oder ich mache hier noch ein Eck. Ein Eck. Dann würde ich sagen, ich baue das doch nochmal so. Ja, es ist kompliziert. Das kann man gar nicht anders nennen. Es ist kompliziert. So, hinklipseln. Mach. Klipseln. Hallo. Nimmt das jetzt nicht wegen der Wand oder was? Jetzt aber. Wie schaut es da jetzt aus? Okay.
Haut, glaube ich, hin. Ich glaube, das schaut besser aus. Hier wieder so ein Dürrl. Ein Dürrl. Eine Tür. Na, nicht ganz. Jawohl, doch, stimmt. Hier dann wieder eine Tür, genau. Richtig. Und ich würde sagen, mit Fenster wäre nicht schlecht. So ein Aufseherfenster dann auch. Oder? Oder nein, ich mache hier das Büro zu. Und hier kann man einfach reingehen. Vielleicht könnte ich hier noch ein bisschen rausbauen, dass man ungefähr bis hier anstößt. Dann kann man hier quasi hoch dann so irgendwie und ja, ich glaube, so ist besser. Ist nur mal so zum Andeuten, Anmerken für mich selbst, wo was ungefähr hinkommen soll. Na so, jawohl. So müsste es passen. Und dann hier noch ein paar Wände. Dann haben wir schon mal das Gröbste umrundet. So. Na bitte, wird ja. Wohin jetzt mit der Wand? Ich würde sagen, ich würde sie gerne mal irgendwo mal kurz so abstellen. Ja. Und natürlich darf eine Tür nicht fehlen. Na, so. Sehr gut. Jetzt wäre halt hier schon noch ein Fenster schön gewesen, aber ist nur mal ein bisschen provisorisch, ist noch nichts Ernstes. Ja, Kronkorken an die Räder. Subi. So, jetzt können wir hier auch wieder ein bisschen einrichten. So, ein bisschen schief. Oder doch gerade. So. Passt. Wie gesagt, hin kommt ihr Bettchen hin. Dann kriegt sie noch einen Spind, wo sie ihre Kleidung reinstecken kann, wenn sie möchte. So, schwebt das. Steht, glaube ich, am Boden, ne? Da können wir eigentlich die Kiste daneben hinstellen. So irgendwie. So. Passt. Ja, soll ja irgendwie schön auch ausschauen. Finde ich. Und natürlich dann auch für die Bewohner, ne? Da werde ich jetzt auch einfach mal so zum Spaß vielleicht ein paar Betten aufstellen. Einfach nur mal, damit sie schlafen können. Ist vielleicht sogar ein nettes, eine nette Geste so. Haben wir hier irgendwie so Vault-Möbeln? Gibt es hier sowas? Vielleicht aus Metall? Ja, wahrscheinlich eher nur so gedacht, ne? Möbeln so. Vielleicht hier eine Vault-Extra-Geschichte? Mm-mm. Dann wird er schon hier so dabei sein. Dann nehmen wir hier einfach die schönen Bettchen. So. Würde ich sagen, den ersten nur mal so zur Gaude. So, dass er einen Schlafplatz hat. Und hier. So. Boah, das wird ein Riesenbauprojekt, sage ich euch. Was, da fehlt noch ein Bett? Okay, dann stellen wir das dritte noch hier hin. So. Jetzt können die Hampelmänner alle mal schlafen. Mal schlafen gehen. Hier werde ich dann noch eins versuchen, ein Stockwerk herauszubauen. Nur hier und da mal so ein kleines, um dann ein Geschütztürmchen draufzustellen. Oder ich baue gleich einen Schutzwall, zwar sowas, vielleicht sowas eher. Ah na, da wäre das mit dem Aufseher besser, ne? Sicherheitsschalter. Da wäre sowas besser, denke ich mal, ne? Hinzubauen. Warte, so vielleicht. Ich probiere es einfach mal so. Wo ist denn der nette Herr von vorhin? Da. Ah, da schlafen sie schon.
Essen zugewiesen. Du wirst dann bitte die Aufsicht machen. Und zwar wenigstens einmal hier. Passt zugewiesen. Jetzt haben wir auch Schutz. Jetzt müsste normalerweise die Moral dann langsam steigen. Gut. Fürs Erste ist hier mal, ja, sind sie hier mal aus, also versorgt. Aus, um, B und versorgt. Dann muss ich hier noch testen, ob es hier weitergehen darf mit dem Gebaue. Oder ob ich noch ein Stück raus muss. Eine Wand. Wieder so. Kann sie anklipseln? Nein. Wegen dem Schutt hier, ne? Das heißt, ich muss hier sowieso noch eines raus. Das bedeutet, so. Dann einen hübschen Boden. Will ich den jetzt so bauen? Nur derweil einmal, nur kurz. Um wieder, um so ein Eck zusammenzubringen. Okay, das schaut jetzt alles nur nicht schön aus. Aber warte mal. Da kommt der kleine Zocki schon wieder eine Idee. Das hier. Ja, so muss das ausschauen. Boah. Mhm. Ich habe da, glaube ich, die Tür vergessen einzubauen. Sehe ich gerade, da hätte vielleicht eine Tür hergemusst, hier schon. Oder zumindest vielleicht hier schon. Da wäre schon eine Tür nicht schlecht. Warte mal ganz kurz. Ich probiere was. Geht es hier schon mit einer Tür? Na freilich, das war ich nicht so blöd. Schön. Und dann auch gleich eine Tür, bitte. So. Okay, Stahl haben wir mehr als genug. Wir können da echt eine ordentliche Zeit lang bauen. Also da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. So. Sehr gut. Dann wäre es vielleicht auch mal dienlich, wieder ein paar Scheiben einzubauen. Bevor überhaupt hier irgendwelche Viecher oder so auftauchen und mir hier eventuell was kaputt machen. Nicht, dass da noch jemand es schafft, beim Fenster einzusteigen. Das wäre mal was. So, da hast du schon. Nein, du hast hier noch kein Fenster. So. Ruck. Na, geht's nicht? Will nicht? Jetzt wäre was gegangen. Das ist gerade komisch hier. Warte. Jetzt ab. Das Glas geht mir aus, sehe ich gerade. Allzu viel können wir nicht mehr bauen. Zumindest was das hier betrifft. So. Oder weißt du was, bauen wir das Bett vielleicht so? So wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Dann kann sie noch aus dem Fenster rausschauen. Es wirkt zwar so groß, es wirkt so, als wenn es ein Hasenstall wäre. Aber ganz ehrlich, so eine Aufseherin, die hat eh nur Aufsehen im Kopf, Forschung im Kopf und dann sind wir schon fertig. Und wenn sie aufsteht, bald das Gitter am Kopf. So, dann wäre noch ein Dach nicht schlecht, oder? Zumindest mal hier. Jetzt ist die Frage, ob wir hier auch Dächer kriegen. Vereinzelte. Das ist die Decke, ne? Decke und Boden. Klappt das hier so? Nicht wirklich, ne? Hängender Boden. Eine Decke. Wie die gehen? Warte, da war es gerade gelb. Warte. Aber das Anklipseln tut er nicht zurecht, ne? Das wäre jetzt aber doof, wenn das so nicht geht. Da hätte ich vorher das so bauen sollen, gleich zweistöckig.
Und woher bitte soll ich das denn wissen? Wenn ich jetzt eh schon vorhabe, das zweistöckig zu machen. Warum? Mit Boden. Da gibt es nur sowas, ne? Die ganze wollte ich jetzt nochmal von vorne bauen, damit ich sie zweistöckig zusammenbringe. Ist wahrscheinlich besser, ne? Wird sie hier? Irgendwie funktioniert es ja gar nicht so gut, ne? Soll ich das Ganze jetzt nochmal anfangen bauen? Wirklich den Spielstand neu laden und das Ganze gleich zweistöckig hinknallen, beziehungsweise soll ich das machen, wenn ihr nicht zuschaut? Das wäre schon bald schlauer. Da gibt es erstens viel mehr Auswahl. Gibt es viel mehr Auswahl erstens und zweitens hätte ich dann gleich den zweiten Stock. Was bringt mir die Verkleidung? Ich wollte es nur mal testen. Das wäre vielleicht noch schlauer. Aber das würde ich dann machen, wenn es ihr nicht zuschaut. Weil das ist dann schon ein bisschen nervenaufreibend. Beziehungsweise, jawohl, die Ecken. Die Ecken würden dann so funktionieren, dass man da noch eine Wand ranbringen könnte, um diese Aufseherwände zu bauen. Dann wäre das ganze Geschichtel nämlich gleich zweistöckig. Weil so wird das nichts werden. Ich kriege dann, glaube ich, nicht mal eine Decke hin. Weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Vor allem dort in dem Schlafbereich hier. Aufseherdingens sollte aber schon, damit es nicht allzu hässlich ausschaut, sollte aber schon eigentlich so 3x3x3 sein, ne? Ich glaube, ich baue das nochmal. Aber hier haben sie es doch auch irgendwie hinbekommen. Hier haben sie eine Wand hochgebaut. Hier irgendwas mit Säule. Das muss doch klappen. Warum kann ich hier keine Decke anbringen? Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil das wirklich für außen gedacht ist, diese Wände. Für innen eben die hier, aber was machst du da mit einer Tür? Du könntest ja nie eine Tür anbringen, wenn das immer so eine strenge Regel ist, sag ich mal. Was ist das hier eigentlich? Das ist nur zum Raufgelangen, ne? Außer sie wollen wirklich, warte, da habe ich jetzt noch eine Idee. Da kommt mir doch glatt noch eine Idee. Momentele, ja, würdest du? Geht schon. Danke. Da kommt mir glatt noch eine Idee. Warte, ich mache jetzt wieder alles kaputt. Wie kannst du nur? Ja, weil ich es kann. Genau deshalb mache ich das auch. Da kommt mir jetzt gerade noch eine Idee. Diese Wände werde ich wahrscheinlich verschrotten müssen. Was wäre, wenn? So. Ich brauche hier nochmal so ein Eck. Ihr Zimmer ist sowieso recht klein. Ich kann es ja noch erweitern ein bisschen. So. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Die Tür. Na, die gesamte Tür eigentlich wollte ich haben. Aha, das geht so nicht. Auch interessant.
und Klipsel. So. Wenn ich jetzt die gesamte Wand, dann würdest du, wenn das nicht so spinnen wird, ja, würde das Ganze erstens leichter gehen. Und zweitens hätten wir alle mehr Spaß. Jetzt muss ich diese ganze Wand hier rausnehmen, kurz mal. Haben wir hier zufällig eine einzelne Wand? Du, ne? Eigentlich würdest du anklipseln. Langsam. Ja. So. Gut. Jetzt wollte ich eigentlich hier die Wand runterbauen. Jetzt sehe ich aber gerade, dass wahrscheinlich das Fenster dann im Weg sein wird. Ich sehe gerade, ich muss so mit dem ganzen Zeug noch eins rausrücken. Wird da alles mitgehen? Nö, ne? Nein. So. Dann so. Dann die, vielleicht doch lieber die Wand. Und vielleicht doch jetzt lieber die Tür. Dann kann ich mit dem ganzen Schmarrn hier rüberfahren. Alter, Alter. Alter. Jetzt wieder nicht. Du Kerl. Das ist wieder typisch, oder? Warum nicht? Halt. Schnucki, geh da mal weg. Du, geh weg. Schuh. Geht ja. So. Ich hätte gerne, dass das passt. So, übers Eck. Irgendwie habe ich das Gefühl, das interessiert den nicht. So. Wie schaut es jetzt damit aus? Wahrscheinlich nicht besser, ne? Weil die Wand fehlt. Freilich! Ja, sicherlich, freilich! Ach, das ist eine Gaude. Das ist eine Gaude. So. Warte. Habe ich da zufällig so ein Eck zufällig? Nein, dieses Eck meinte ich nicht. Also nur eine Wand. Baue ich halt noch eine. Damit wir hier vielleicht eventuell Ruhe haben. Jetzt klipsel die nicht an, ne? Warum? Weil du wahrscheinlich im Weg bist. Diese Wand, ne? Diese Wand. Diese Wand. Was, wo bin ich? Hier. So. So. Gut. Du kommst hier hin. Wand, du kommst dahin. Warum? Weil ich es möchte. Ich möchte, dass du her, daher, da, mach, du. Du musst hier weg.
Ich brauche den Tisch. So. Es ist einfach nur unfassbar. Geht's mal weg, alle zusammen. Schuh. Warte, da kommt mir noch eine Idee. Komm her, du. So, ja, geht's nochmal alles schön brav weg. Ich brauche hier nämlich Platz. Jetzt klebst du es nicht mehr an, oder was, du Gauner? Mühselig. Jetzt macht er das nicht mehr. Ich glaube, das kann ich alles nochmal bauen. Geht Dreck. Warte. So. Anklipseln. Passt. Machen wir halt oldschool. Dann kommst du, Boden, wieder hier hin. So. Jetzt müsste hier eigentlich eine Eckwand her, also du. Müsstest eigentlich daher. Ja, ich schwöre, du musst daher. Ah, wie schön. Es ist schön, wenn alles funktioniert. So, nochmal. Jawohl. Na, ja. Test, ob du jetzt daher passt. Ja. Okay. Puh, das hätten wir mal. So ist gut. So, du musst leider hierher. Gut. Du musst jetzt daher. Ja. Fenster Nummer 2. Wo ist es denn? Da drüben. War der Party schon wieder zu Ende? Du solltest eigentlich daher. Ja. So ungefähr. Dann sollte hier eigentlich, wollte ich ein Eck haben, so wie da drüben. So. Und den wollte ich eigentlich so haben. So angeklipst. Eigentlich. Was wieder so ausschaut, als wenn das nicht unbedingt hinhauen möchte. Möchte. So, ich probiere nochmal mein Glück, ob hier die Ecke Bock hätte. Ja, die Ecke hat tatsächlich Bock. Der Joghurt mit der Ecke hat Bock. So, würdest du hier auch bitte anklipseln? Nein. Vergiss es. Nobody knows. Der hat keinen Bock dazu. La lila, so ein Dreck. La, ra, ra, da, ra. Da gibt's kein Durchgehen. Pech gehabt. So. Komm, mach Klipsling. Hä? Darf ich das machen und hier nicht? Bringt sich das jetzt was? Das will ich jetzt probieren. Warte mal, jetzt bin ich neugierig. Das probiere ich noch schnell. Na, das wollte ich nicht haben. Den möchte ich haben. Ich habe keine Ahnung, wofür diese komische Schiene gut sein soll. Aber scheinbar ist sie für was gedacht. Wo ist denn die jetzt gewesen? Ich mache sie hier jetzt auch mal an. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wofür die gut ist. Aber ich glaube, das ist nur... Ach, das wird nur außen. Für außen wird die gut sein. Für da innen drin wird sie nichts bringen. Das habe ich wieder fein gemacht, habe ich das. Warte, ich tue sie einfach ins Lager. Oder verwerten. Was?
passt auch. Die ist nur zum schön ausschauen, mehr kann die nicht. Aber warum zum Teufel? Zum Teufel noch eins willst du nicht. Zum Teufel noch eins. Ja, ich weiß, ich muss aufhören. Und wenn ich aber nicht will? Ja, aber es hilft doch nichts, Zocki. Du musst da aufhören. Ach Gottchen. Warte mal. Wo ist sie denn? Da. So, haut das hin. Da schon einmal. Und hier. Nicht so recht wieder mal, ne? Warum eigentlich nicht, du Klumpert? Mach. Mit Fenster vielleicht? Eine Tür? Eine Tür wird gehen. Mhm. Und die Eckwand? Geht nicht. Ja, ich glaube, das Ganze hier wird noch recht abenteuerlich. Wie mir das scheint, das ist echt ja, mysteriös, muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir leider den Part beenden. Hilft leider nichts. Ich hoffe, ich komme noch drauf, wie das funktionieren soll. Ich ja, bin momentan leicht überfragt. Ehrlich gesagt, vielleicht so und dann noch hier irgendwas drauf, keine Ahnung. Na gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Ertragen, muss ich mal sagen. Bevor die stinknormale Danksagung kommt. Das ist ja echt, das ist ein bisschen krass. Wenn ich das mal so sagen darf. Irgendwie das, ja. Das haut nicht so hin, wie ich das gerne möchte, ehrlich gesagt. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgern tut. Ich hätte hier schon noch gern eine normale Wand gehabt, aber irgendwie will das nicht so recht. Das hat keinen Bock, wie mir scheint. Das ist ja auch nur eine ganz normale Wand. Ich hätte es halt schon, ehrlich gesagt, gerne, achso, mit Schreibtisch brauche ich es nicht. Ich hätte es halt schon gerne so gehabt, dass hier eine komplette Wand dann abschließen kann, ne? Also die gleichen. Vielleicht kommen wir beim nächsten Part drauf. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!